Hi, ich bin's mal wieder, euer Pranay, und den Trick, den ihr gerade gesehen habt, den nenne ich einfach mal Zauberpeitsche. Herzlich willkommen bei diesem neuen Diablo-Tutorial und auf geht's! Die sogenannte Zauberpeitsche heißt so, weil es wie eine Mischung aus dem Zauberknoten und der Peitsche ist. Die Zauberknoten und die Peitsche habe ich in zwei anderen Videos von mir erklärt. Schaut da doch bitte erstmal vorbei, bevor ihr diesen Trick probiert, dann wird es euch viel einfacher fallen, die Zauberpeitsche zu lernen. Auf geht's! Als erstes zeige ich euch einmal, wie der Trick aussieht, wenn man ihn schon kann. Genau. Und zwar, um die Zauberpeitsche zu machen, muss das Diablo angedreht werden. Das erkläre ich auch in einem anderen Video. Ich empfehle euch dafür auch schon, das Andrehen im Kreis zu können. Also übt das am besten, bevor ihr die Zauberpeitsche probiert. Wenn das Diablo dann schön schnell ist, geht ihr in so eine Position mit der linken Hand und dass die Schnur gegen den Arm drückt. Jetzt geht ihr mit der rechten Hand um die Diabolo-Spitze und jetzt unten um das Diabolo rum. Jetzt nehmt ihr beide Stäbe in eine Hand und könnt jetzt mit der rechten, mit der linken Hand, seht ihr wieder, wie die Hand, also der Arm, in der Schnur gefangen ist. Man könnte denken, ja, dass sich das Diablo verheddern würde, sollte man den Stab, also die Schnur, einfach runterrutschen lassen. Aber wenn man das Ganze tut, also wenn man die Stabspitzen von den Stäben nach unten zeigen lässt und so die Schnur von dem Stab rutschen lässt, fällt das Diablo nach unten. Das ist also der erste Teil, der Zauberknoten. Der zweite Teil ist die sogenannte Peitsche. Aber in diesem Fall peitscht ihr das Diablo nicht von oben, wie bei der normalen Peitsche, sondern von unten. Dafür macht ihr eine Kreisbewegung rechts rum und fangt das Diablo auch wieder an der Nähe von der Stabspitze ein. Genau wie beim Video die Peitsche erklärt. Ich zeige euch das Ganze noch einmal. Und diesmal mit Peitsche. Also, Schnur gegen den linken Unterarm, dann über die Stabspitze, die linke, um das Diablo vorne rum. Beide Stäbe in einer Hand und jetzt müsst ihr echt schnell sein. Das Diablo runterfallen lassen und einpeitschen. Der Trick ist wirklich nicht so einfach. Also dreht das Diablo wirklich schön schnell an, damit ihr mehr Zeit habt, in diese Position zu kommen. Und dann müsst ihr einfach das Gefühl entwickeln, wie schnell ihr das Diablo peitschen könnt. Ja. Was den Trick noch ein bisschen interessanter machen könnte, das mache ich immer sehr, sehr gerne, ist so eine kleine Zauberergeste. Damit auch allen klar wird, dass es sich um einen Zaubertrick handelt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Üben mit der Zauberpeitsche und wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Diablo-Tutorial-Video wieder. Ciao, ciao!